Hallo liebe Kreuzfahrtfans, in diesem Video möchten wir euch das neueste Kreuzfahrtschiff der italienischen Reederei MSC Cruises, MSC Grandiosa, vorstellen. Es gehört zur Schiffsklasse Meraviglia Plus. Es hat 19 Decks. Die Länge des Schiffes beträgt 331 Meter, die Breite beträgt 43 Meter und die Höhe 67 Meter. Das Schiff wurde in Frankreich gebaut und im November 2019 in den Dienst gestellt. Auf der MSC Grandiosa finden gleichzeitig bis zu 6.334 Passagiere Platz und die Schiffscrew besteht aus ca. 1.700 Mitarbeitern. Zurzeit ist die MSC Grandiosa im Mittelmeer unterwegs. Wir beginnen unseren Rundgang auf dem Hauptplatz der MSC Grandiosa in dem 3-Deck hohen Atrium in der Mitte des Schiffes. Die meisten Passagiere staunen hier über die Swarovski-Treppen. Es gibt kaum einen, der hier kein Foto gemacht hat. Übrigens gibt es diese Treppe auf allen 8 letzten MSC-Kreuzfahrtschiffen. Abends treten hier im Atrium verschiedene Musiker auf und man kann gemütlich bei einer Tasse Kaffee oder einem Cocktail der Live-Musik zuhören. Auf dem 5. Deck befindet sich die Rezeption. Falls man irgendwelche Probleme oder Fragen hatte, sie ist rund um die Uhr geöffnet. Von dem Atrium aus gelangt man in die 100 Meter lange, 2-Deck hohe Promenade, die Galleria Grandiosa, mit vielen verschiedenen Restaurants, Bars und Boutiquen. Aber das Highlight der Promenade ist natürlich der riesige LED-Himmel, auf welchem regelmäßig verschiedene Shows gezeigt werden. Das ist sehr schön anzusehen und ebenso ein beliebtes Fotomotiv. Die Grandiosa Bar auf Deck 6 ist eine Tanzbar, wo fast dauerhaft Unterhaltung angeboten wird, zum Beispiel Spiele, Wettbewerbe, Tanzkurse oder Live-Musik. Die Edge Cocktail Bar ist eine beliebte Bar auf der MSC Grandiosa, die sich besonders auf Cocktails spezialisiert. Das ist die Schoko- und Kaffeebar eines berühmten französischen Meisters, Jean-Philippe Maury. Hier kann man zusehen, wie Schokolade gemacht wird und gegen einen Aufpreis kann man auch alles probieren oder auch mal eine Schachtel Pralinen für zu Hause kaufen. Das L'Atelier Bistro ist eines der vielen Spezialitätenrestaurants an Bord der MSC Grandiosa. Hier wird einem eine feine französische Küche gegen Aufpreis serviert. Crepes y Gelato ist eine sehr beliebte Bar, besonders bei den Kindern. Hier gibt es Unmengen an verschiedenen Eissorten und leckeren Crepes. Es ist zwar alles gegen einen geringen Aufpreis, aber es lohnt sich total. Auf der MSC Grandiosa findet man viele Boutiquen weltberühmter Firmen. Man kann zum Beispiel Anzüge, Parfüm, Schmuck, Uhren und Taschen kaufen. Ebenso gibt es einen MSC-Logo-Shop, in dem man MSC-Souvenirs wie T-Shirts, Pullover, Rucksäcke und einfach ein Modell des Schiffes erwerben kann. In der Nähe des MSC-Shops befindet sich die Fotogalerie. Hier kann man Fotos anschauen und kaufen, die von professionellen Fotografen an Bord des Schiffes auf Wunsch gemacht werden. Hier gibt es das ganze Foto- und Video-Equipment zu kaufen, falls es jemand braucht. Das ist das große Theater, das sich über 2 Ebenen erstreckt. Täglich werden hier 2 bis 3 gleiche Vorstellungen gezeigt, damit jeder Passagier die Möglichkeit hat, die Show zu sehen. Die Shows wechseln täglich. Uns haben sie sehr gefallen und wir können sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Das Restaurant La Perla ist eines von mehreren à la carte Hauptrestaurants auf dem Schiff, in denen man zu Abend essen kann. Sie unterscheiden sich nur im Design und in der inneren Ausstattung. Das Menü ist in allen Restaurants gleich. In einem von diesen Restaurants bekommt man für die Dauer der Kreuzfahrt einen Tisch zugewiesen. Man wird immer von den gleichen Kellnern bedient.
Das Abendessen kann man sich selbst aus ca. 20 verschiedenen Gerichten zusammenstellen. Vorspeisen, Suppen, Hauptgerichte, Nachspeisen, man kann so viel aussuchen, wie man möchte. Das Menü ändert sich jeden Tag. Da das Schiff italienisch ist, wird hier häufig italienische Küche serviert. Es gibt allerdings Gerichte aus aller Welt. Zudem kann man auch à la carte frühstücken und zum Mittag essen. Wenn euch das Thema Essen auf einem Kreuzfahrtschiff interessiert, findet ihr auf unserem Kanal zahlreiche Videos darüber. Nun zeigen wir euch kurz die anderen à la carte Restaurants auf der MSC Grandiosa. Wer mit dem zugewiesenen Tisch, Restaurant oder der Essenszeit nicht zufrieden ist, kann sich an den Restaurantmanager wenden. Der wird bestimmt eine Lösung finden. Wir machen weiter mit unserer Schiffstour und sehen uns das spanische Spezialitätenrestaurant Ola an. Hier ist das Essen gegen Aufpreis erhältlich. Weiter geht's auf dem Deck 7. Das ist die Karussell Lounge. Abends treten hier die Artisten des weltberühmten Cirque du Soleil auf. Es werden zwei unterschiedliche Shows angeboten. Beide sind gegen Aufpreis. Neben dem Atrium auf dem 7. Deck befindet sich die exklusive Champagnerbar. Hier werden die teuersten Getränke und Speisen wie Kaviar angeboten. Le Grand Casino ist ein wirklich großes Casino im Las Vegas-Style. Wer hier spielt, darf im Casino auch rauchen. Ansonsten ist das Rauchen an Bord nur an sehr wenigen Stellen erlaubt. Masters of the Sea ist ein traditioneller irischer Pub. Hier gibt es eine sehr große Auswahl an Bieren aus aller Welt. Es spielt irische und britische Musik und man muss sagen, man fühlt sich wirklich so, als ob man in einem Pub mitten in Dublin wäre. Die Teppanyaki und Kaito Sushi Bar sind Spezialitätenrestaurants, in denen japanische und asiatische Küche angeboten wird. Zubereitet wird alles vor den Augen der Gäste. Diese beiden Restaurants sind so wie das amerikanische Steakhouse gegen Aufpreis. Es geht weiter auf dem 15. Deck. Das ist der Hauptpool. Er sieht zwar lang aus, allerdings ist er in der Mitte durch eine Art Treppe geteilt. Vor dem Hauptpool ist ein großes Display. Darauf werden Filme, Konzerte, Sportevents, Videoclips und Werbefilme gezeigt. In der Nähe vom Hauptpool befindet sich sowohl eine Bar mit einer sehr großen Auswahl an alkoholischen und alkoholfreien Getränken, als auch eine Grillbar, an der man Fastfood wie Hamburger, Cheeseburger, Hotdogs, Pommes und Eis bekommt. Es sind viele Tische vorhanden, an denen man kurz essen und trinken kann. Es gibt zwar sehr viele Liegen, trotzdem kann es an einem Seetag aber schwierig werden, eine Freiliege mit einer guten Lage zu bekommen. Es gibt mehrere Duschen und Whirlpools. Der Safari-Pool ist ein Schlechtwetterpool unter Dach mit zwei Jacuzzis. Bei schönem Wetter wird das Dach aufgemacht. Hier kann man auch noch Kicker und Tischtennis spielen. Selbstverständlich gibt es auch in diesem Bereich eine eigene Bar. Noch ein Pool befindet sich im hinteren Teil des Schiffes. Hier geht es etwas ruhiger zu. Es gibt hier keine Animation und keine laute Musik. Der Pool selbst ist nicht so groß. Das Wasser ist 1,70 Meter tief. Zum Schwimmen reicht es natürlich nicht, aber zum Abkühlen an einem sonnigen Tag ist es perfekt. In diesem Bereich am Heck des Schiffes gibt es noch zwei Whirlpools und eine Getränkebar.
Das Buffet-Restaurant Marketplace ist im Reisepreis enthalten und jeden Tag bis zu 20 Stunden geöffnet. Hier kann man frühstücken, zu Mittag und zu Abend essen, aber auch zwischendurch bekommt man hier was Leckeres. Auch hier werden vorzugsweise italienische Gerichte wie Pasta, Lasagne oder Pizza angeboten. Übrigens werden die Pizzen hier vor Augen der Passagiere gemacht und sind immer frisch und wurden auch schon öfter mit Preisen als beste Pizza auf See ausgezeichnet. Auf dem 16. Deck befindet sich der Fitnessbereich, wo man schön auf den modernen Kraft- und Cardiogeräten trainieren kann, entweder alleine oder unter Traineraufsicht. Es werden auch sehr viele Kurse angeboten, wie Yoga, Pilates und so weiter. Aber teilweise sind diese dann gegen Gebühr. Ein interessanter Fakt ist, dass es auf der MSC Grandiosa kein 17. Deck gibt, weil die Zahl 17 als eine Unglückszahl in Italien gilt. Somit sind wir jetzt auch schon auf Deck 18. Die Hauptattraktion hier ist der Sportplex. Es ist ein Sport- und Unterhaltungszentrum. Es gibt auch einen Videospielraum hier. Zudem kann man Bowlen. Einen Formel-1-Simulator fahren, in einem virtuellen Spiel gegen Monster spielen oder einen Film in einem 4D-Kino schauen. All diese Sachen sind gegen einen Aufpreis zu genießen. Auch Basketball- und Fußballfans können sich auf den überdachten Sportplatz austoben. Wer von all diesen Aktivitäten durstig wird, wird in der Sportbar bestens versorgt. Unser Lieblingsplatz auf der MSC Grandiosa ist die Sky Lounge mit einer tollen Aussicht auf das Pooldeck und das Meer. Abends treten hier Musikanten und Sänger auf. Werfen wir nun einen kurzen Blick in den Nachtclub, die Diskothek des Schiffes The Attic Club. Daneben befindet sich der Doremi Kinderclub, der für Kinder aller Altersgruppen unterteilt ist. Und schon sind wir auf dem 19. Deck angekommen. Hier befindet sich der Wild Forest Aquapark mit 4 Wasserrutschen, einem Klettergarten für Kinder und Erwachsene und einem Wasserspielpark für die kleinen Passagiere. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt uns gerne Feedback in die Kommentare, schreibt, auf welchen Schiffen ihr schon mal wart und welche Kreuzfahrten ihr so geplant habt. Vielen Dank fürs Zuschauen.